Ich bin Rolf Klesen und hier gibt es ein neues Video mit einem Gast, und zwar Thomas Matisek. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir das Video machen können. Ja, du bist Steuerberater und kennst dich super mit Steuern aus. Und eine Frage, die bei meinen Mandanten, vor allen Dingen bei den Mittelständlern, immer wieder auftaucht, ist: Kann ich eigentlich meine Schutzrechte aktivieren in der Bilanz? Mhm. Und welche Schutzrechte kann ich aktivieren und was sind die Voraussetzungen? Mhm. Und mit welchem Wert kann ich die aktivieren? Und genau, und du kennst dich da ein bisschen mit aus, deswegen dachte ich, wo ich dich hier treffe, reden wir mal drüber. Perfekt. Also ja, grundsätzlich ist das jetzt möglich. Es war früher nicht möglich, dass man halt Markenrechte aktivieren konnte. Da blieb immer nur der Verkauf an eine andere Company. Die hat dann abgeschrieben und entsprechend dann gegen Lizenzrechte bzw. gegen eine Nutzungsgebühr überlassen. Aber handelsrechtlich kann man jetzt auch selbst geschaffene Markenrechte aktivieren, zumindest was die Entwicklungskosten betrifft. Die vorgelagerten Forschungskosten sind einfach weiterhin Aufwand und erhöhen dann quasi nicht den Gewinn, aber ich kann tatsächlich die Entwicklungskosten aktivieren und dann über Nutzungsdauer abschreiben. Wichtig ist einfach halt, dass es bewertbar ist, und das ist in der Praxis eher das größere Problem. Ja, da gibt es lauter verschiedene Möglichkeiten. Die Wirtschaftsprüfer haben da so ein Standard entwickelt, der Cashflow-basiert ist. Genau. Ich glaube, der wird akzeptiert von den Finanzämtern und so. Finanzamtmäßig ist es ja einerlei. Es geht darum, dass ich meinen Handelsbilanzwert einfach deutlich steigere für den Fall, dass ich verkaufen will, ein Investor vielleicht einsteigt, oder aber letztendlich auch, weil ich vielleicht eine Überschuldung beseitigen muss. Auch dafür ist dann einfach ein probates Mittel. Ah ja. Guter Hinweis, genau. Und Schutzrechte, die ich kaufe, kann ich ohnehin aktivieren zu dem Kaufpreis. Ne? Genau, so. Die werden sowieso dann abgeschrieben. Ja. In den meisten Fällen kann ich sie gar nicht sofort abschreiben. Da muss halt dann schon eine dauerhafte Wertminderung vorliegen. Mhm. Aber das bedeutet dann einfach, dass das Produkt, was dahinter vielleicht sich verbirgt, unverkäuflich ist, beziehungsweise irgendwie vielleicht gerade sanktioniert wird. Das wäre vielleicht ein Grund, aber ansonsten muss ich es leider nachschreiben. Und dann ist ja ein Klassiker eigentlich, für den Fall könnte ja eine Firma auf die Idee kommen, eine IP-Verwertungs-AG oder eine Patent- oder Markenverwertungs-AG oder GmbH zu gründen und die dann zufällig auch in einem steuerlich begünstigten Land zu gründen, wie zum Beispiel Luxemburg oder so, und dann dorthin die Schutzrechte zu verkaufen und dann rückzulizenzieren. Ne? Funktioniert, funktioniert auch steuerlich, muss dann aber halt, da müssen ein paar Voraussetzungen geschaffen sein, nämlich die Geschäftsführung unter anderem darf halt nicht im Inland sitzen. Sonst kann ich zwar eine Gesellschaft in Luxemburg oder Niederlanden haben, wenn aber alle Protagonisten in Deutschland sitzen, wird es auch hier in Deutschland entsprechend besteuert. Ah, verstehe. Das ist dann der Haken. Ah, wichtiger Punkt. Okay. Genau. Und natürlich, das Entgelt muss marktüblich sein. Ja. Das ist auch wieder etwas, wo man dann drüber diskutiert, ist es zu hoch, ist es zu niedrig. Da muss man sich halt auch dann so langsam rantasten und schauen, dass man im Zweifel vielleicht sogar das Finanzamt mit ins Boot holt und im Rahmen von Prüfung da ein Agreement trifft. Ja, genau. Und der Vorteil wäre eben, dass man in Luxemburg zum Beispiel eben nur 6% auf Lizenzgebühren Steuern zahlt, und dann kann man den Gewinn so ein bisschen ins Ausland verlagern. Genau. Ja. Genau. Aber das ist natürlich der Klassiker, wo die Finanzämter darauf achtet. Ja, ne? Die wollen natürlich, dass alles in Deutschland besteuert wird. Genau geprüft. Ja, deswegen halt bedarf es dann, dass mindestens der Geschäftsführer im Ausland sitzt, und das soll man natürlich dezidiert prüfen, denn konstruiert man sowas und es geht schief, ist natürlich extrem teuer. Deswegen muss man gerade bei solchen Dingen, wo man etwas vielleicht nur dem Anschein nach verkauft, beziehungsweise dass wenn im Ausland keine richtige geschäftliche Aktivität stattfindet, dann wird das halt schon schwierig steuerlich. Ja, genau. Okay. Ja, super. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und super. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Okay, tschüss.